so, wie wickel ich Spann einmal um die Füße? Und beide. Halten die Enden fest. Das ist einfacher. Uwe wollte zeigen, dass er am Stegner an seinen Stuhl bin. Ach, dass er sich noch so gut bücken kann. Ja, alles klar. Ja, das ist ja auch wichtig. Ja, ja. Und jetzt kommt es nicht mehr wohl. Ja, toll. Puh. Weiter machen, genau. Okay, erste Übung. Wir gehen komplett runter und ihr zieht euch mit den Bändern hoch. Komplett runter und mit den Bändern hochziehen. Jawohl. Wenn ihr runter geht, macht ihr euch rund. Und wenn ihr hochkommt, setzt ihr euch schön gerade hin, aufrichten. Runter und hoch. Ihr könnt die Bänder zur Hilfe nehmen. Okay, Beine strecken. Nee, kann ich nicht. Okay, jetzt. Po hoch. Und immer schön Widerstand erzeugen, ne? Also die Bänder sind Widerstand. Nicht nur die Bänder festhalten, sondern richtig runterziehen, dass ihr euch gegen den Widerstand hochschieben müsst. Okay, beide Beine runter. Denkt dran. Lendenwirbelsäule bleibt am Boden. Ihr geht nur so weit runter, wie ihr die Beine nach unten schieben könnt und die Lendenwirbelsäule am Boden ist. Jetzt schiebt ihr wechselseitig die Beine nach vorne. Ja, richtig schön nach vorne schieben. Lendenwirbelsäule auf die Matte drücken. Und denkt dran, wer mit dem Kopf so weit nach hinten geht, sollte sich eine Unterlage drunter legen, damit ihr nicht in Überstreckung geht. Jetzt schieben wir die Beine auseinander. So, und jetzt mit den Beinen nach rechts und links. Andersrum. Dann kommen wir in Sitz und gehen nach hinten und wieder.
Dann nehmt ihr die Bänder nach außen und dann zieht ihr immer euch seitlich zurück. Nochmal schön stabilisieren und wechselseitig die Beine hoch. Mal ein bisschen rund machen. Wieder aufrichten. Und jetzt wechselseitig Arm hochziehen. Und langsam abrollen. Das Band nochmal durch die Beine. Das so ein bisschen nach außen drücken. Und jetzt gegen den Widerstand den Po hochschieben. Lösen. Eine Ausschüttung.